Hallo und willkommen zu einer Folge Motorsport Manager. So, wir sind hier in Vancouver. Beim nächsten Rennen noch die Sonne scheint erstmal. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir eher mal anfangen zu regnen. Aber auf jeden Fall noch nicht am Anfang. So, du nimmst dein Dat-Ding und ultraweich. Und du nimmst deine sehr weichen Reifen hier. Ja, du startest, da brauchen wir jetzt. Ist halt jetzt die Frage. Ich sehe schon, wie viele Runden ich jetzt hier fahre. So gesehen. Ich frage, was anfängt zu regnen jetzt, ne? Drei Runden mehr. Also wenn es jetzt angenommen ist, regnet jetzt in Runde 12. So, dann müsste der halt vorher rein, aber er damit halt nicht. Aber das sehe ich halt jetzt da nicht, ne? Ich weiß halt nicht, wann es anfängt zu regnen. Sie hat nur bis Runde 7. Bis Runde 7 ist trocken. Ach, guck mal, hier sehe ich, wie viele Runden ich habe. 29. Okay, das heißt, ich könnte, wenn ich damit fahre, bin ich bei 9. 27. Das heißt, der muss auf jeden Fall dreimal Stops machen, so gesehen. Sei denn, ich schaffe es halt irgendwie 10 Runden zu fahren und hier 19 zu runden. Aber ganz ehrlich, bei mir ist es meistens so, ich muss Runde 9 echt immer rein. Das heißt, je nachdem, wann der Regen kommt. Also ohne Regen wäre es sehr weich auf jeden Fall 2 Stopp. Und damit würde ich sagen 3 Stopp. Ich mach das einfach und gucken wir mal. Wenn wir Pech haben, regnet es halt zum falschen Zeitpunkt. Wenn wir Glück haben, regnet es zum richtigen Zeitpunkt. Mal schauen. Dadurch aber, dass wir auf jeden Fall ein bisschen Reifen dann gut haben. Weil die 4 Runden haben wir dann gut so gesehen. 29 Runden und wir sind so bei 30 Runden. Das heißt, wir haben eine Runde plus. Das heißt, wir werden auf jeden Fall bei ihr am Anfang hier auch Vollgas geben, was die Reifen angeht. Wenigstens eine Runde oder so. Gucken, 6. und 11. Bleiben wir auf Gonzales drauf. Auf jeden Fall schon mal einen scheiß Start gehabt, aber er ist immer nicht vorbeigekommen, der Typ hinter ihm. Der eine ist ja übelst abgedampft. Kommt er am 10. vorbei, das schaffst du. Ja, komm jetzt. Ah, nee, schlecht beschleunigt. Schlecht, dass er Kurve rausbekommen. Ist gleich sogar 12. hier gefühlt. Ja, letztes sogar. Was tust du, Gonzales? 13. Ja. Dafür habe ich nicht die Softreifen gegeben hier. Da wieder 11., 10., 9. Okay, jetzt müssen wir die Reifen aber auf jeden Fall mal wieder umstellen und auch dich. Muss einfach wieder Reifen noch Benzin. Ja, kommt alles echt auf den Regen an. Also optimal wäre ich, da kommt eine Runde 13, 14. Weil dann sagt, lohnt sich bei dem. Jawohl, ja gut, da muss ich auch 3, aber die müssen alle rein bis dahin. Und sonst zahlt das halt nicht. Dafür auf jeden Fall wäre halt gut für uns. Aber vielleicht regnet es auch erst am Ende des Rennens. Vielleicht regnet es auch einfach nur eine Runde quasi, und das ist so feucht, dass man gar nicht wechseln muss. Kann ja auch sein, ne? Ich glaube, wir können ja auf jeden Fall mal Gas geben. Schmidt ist auf dem 5. Ich weiß gar nicht, ich habe ja schon wieder vergessen, wo Schmidt überhaupt gestartet ist. Ich glaube, der ist auch irgendwo da vorne gestartet, ne? Ich glaube, da hat sich nicht viel getan. Strahlender Sonnenschein. Auf jeden Fall noch kein Regen in Sicht momentan. Warte, wann musst du jetzt rein, Dings? Habe ich schon vergessen. Ja, warte mal, wann war deine Reifen? Runde 9 eigentlich. Täusch gesehen. Muss ich mal aufpassen dann. Immer noch kein Regen in Sicht. Tja, also wie gesagt, das Ding ist nachher, wenn der nachher wechselt, weiß ich, eine Runde 16 regnet ist, dann müssen eh beide wieder rein, dann habe ich halt gleich viele Stops und dann hat sich das einfach nicht gelohnt, auf Soft zu fahren. Da müssen wir auch echt, ja, ist halt sehr Luck basiert jetzt hier, wann es anfängt zu regnen. So, Runde, ne, Runde 18 für noch, das heißt, eine Runde musst du noch mit deinem Kackreifen. Jetzt kannst du nächste Runde rein. Ja gut, das heißt, ja gut, wir müssen eh 3 Stops fahren, ne? Das ist jetzt die Frage, fahren wir 2-mal die und 1-mal die? Wahrscheinlich schon, ne? Weil es anfängt zu regnen, also ich könnte sogar 3-mal die fahren, ne? Das ist, glaube ich, auch erlaubt in dem Rennart. Weil es hat auf jeden Fall schon, weiß ich schon, irgendjemand hat das mal gemacht, als ich hier am Ende schon sieht, der ist aber dieselben Reifen die ganze Zeit gefahren. Es gibt, glaube ich, anscheinend keine Regel, dass wir unterschiedliche Reifen fahren müssen. Also gut, wir werden so nachher bei 27, ne? Wenn wir 3-mal 9 fahren. Wir könnten ja 2-mal die und 1-mal die fahren, also
Ja, je nachdem, wann der Regen kommt. Da werden auf jeden Fall nochmal Ultra Soft hier fahren. Muss, glaube ich, am meisten. Dann quasi in Runde 18 wieder rein einfach. Einen Fehler gehabt. 3,5 Sekunden hat mir der Fehler gekostet, ey. Ja, ich tausche die immer durch und die sind halt trotzdem immer am Arsch, die Leute, ne? Es ist halt so dumm. 3,5 Sekunden, Alter. Das sind einfach, keine Ahnung, der hat wahrscheinlich jetzt gerade 6 Plätze verloren, oder sicher. Und noch mehr wahrscheinlich. 3,5 Sekunden wären 6,8, dann wären wir. Oder wären wir hier gerade nur hier. Na gut, das Ding waren auch gerade alle in der Box, kann man jetzt schwierig sagen, ne? Aber. Der hat auf jeden Fall einiges an Plätze gerade verloren dadurch. Regen in Sicht. Immer auch nicht, ne? Das heißt, wir haben wahrscheinlich am Ende des Rennens erst Regen. Wenn wir mal auf uns alles. Eigentlich brauche ich ja. So, eigentlich solltest du jetzt, glaube ich, rein, Runde für. Ne, Runde 14 ist auch richtig gut hier, ne? Gut, das Gute ist, wir haben ja, dass wir weniger Reifenabnutzung haben, ne? Wenn wir es noch eine Runde schaffen, dann kann ich sogar nochmal auf Soft fahren. Gut, Ding ist, wenn ich davon ausgehe, es kommt Regen, macht es eigentlich am meisten Sinn, wahrscheinlich Ultra Soft zu fahren, sogar fast. Obwohl, dann schaffe ich nur 9 Runden, dann bin ich bei 23, ne? Bis Runde 22 ist auf jeden Fall noch fast kein Regen zu sehen. Wir fahren jetzt noch eine Runde. So. Und dann wechseln wir nochmal auf Soft. Der hat immer einen guten Dings gehabt, gute Box. Jetzt kann auch mit den neuen Reifen nochmal Vollgas geben, wer weiß, wann es nachher regnet. Nee, du musst schon wieder in die Runde 18, musst du wieder rein, ne? Also eine Runde hat er noch. Das heißt, jetzt muss er wieder rein. Ja, cool, da fängst du her. Ah, scheiße, jetzt das ist das Ding, ne? Wir müssen jetzt rein, aber es fängt gleich an zu regnen. Ja, ist halt dieses. Ich sag kurz, die haben alle Glück, die müssen eigentlich nicht mehr rein. Das heißt, Schmiss ist am Arsch, aber ich wusste sicher vorhin nicht, wann es regnet, als ich gewechselt habe. Es hat ja Runde. Ich habe ja Runde. Wann habe ich gewechselt? Runde 9. So, da habe ich bis wo gesehen? Bis Runde 14 oder so. Hätte sagen können, dass es jetzt regnet. Könnte ja auch sein, dass es sogar erst in den letzten 5 Runden regnet und dann gleich in Runde 22. Ja, aber Sascha Schmidt ist jetzt. Ja, der hat Pech gehabt, ne? Der muss jetzt leider rein, aber es regnet halt erst in 4 Runden. Tja, aber wie gesagt, hat er trotzdem einen Boxenstopp mehr, dadurch wird er auf jeden Fall nicht mehr in die Punkte kommen. Sascha Schmidt können wir schon mal abschminken. Aber es ist halt, ne, ist halt dieses. Tja, was soll ich tun? Kann ich ja nicht ahnen, wenn es regnet. Hey, sehen kann ich nicht. Der hat Pech gehabt. Dann ist das alles ein ganz Saales, unser Sponsorenziel ja noch zu erreichen. Oh, dann kannst du das aber auch. Scheiße, ich kann ihm das halt nicht mehr sagen, dass er jetzt volle Pulle fahren soll. Der konnte ja voll keine Reifen abnutzen jetzt. Macht er halt nicht mehr von sich aus. Noch das Stimme, der fährt ja sogar noch Reifen sparend jetzt, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, und Herr Schmidt, du bist leider mal wieder raus. Deswegen ist es anzuregen, falls. Wann geht man jetzt rein? Jetzt oder? Weil guck mal, was der Erste macht. Geht der rein? Ne, da fahren wir auch noch eine Runde. Sicher bei dir auch dann. Stimmt, ich hätte bei dir auch schon umstellen sollen. Auf Vollgas geben mit den Reifen, wenn ich die jetzt gleich wieder austausche. So, warte mal. Ja, stimmt, ne, der. Jetzt kommt der dann auch rein. Dann kriegst du jetzt Intermediates. Brauchen wir später Wets? Nee. Tja, Intermediates und dann ab zum Ende des Rennens, ne? Du auch. Tja. Aber ganz ehrlich, das war die Boxenstopp-Strategie mit denen tatsächlich dann besser. Der hat übrigens zwei Stops gemacht. Der musste, gut, tatsächlich hätte ich hier auf Soft gewechselt. Da hätte es ja auch funktioniert. Dann hätte ich ja auch nur drei Stopp machen müssen. Er sagt, fangen wir mal an, wann es regnet halt. Hätte es jetzt früher geregnet, hätte so geregnet, dass er nach seinem zweiten Ultra Soft
ich den Mies aufziehen könnte, wäre es halt für mich perfekt gewesen, so gesehen. So ist halt scheiße. Dann machst du halt nicht viel. Das war jetzt einfach Luck. So, wir hoffen einfach mal, dass Gonzales in den Punkten bleibt und fertig. Das ist der erste Halbleiter, dass wir unseren Sponsorziel wenigstens auch noch erreichen. Das Ding, sie müssen auf jeden Fall da noch rein hier oben. Achso, soll vielleicht jetzt nicht volle Pulle mit den Reifen fahren. Das wäre auf jeden Fall ganz praktisch. Er macht ja eh, was er will. Wir werden auf jeden Fall gleich noch Vierter werden, weil der ist auch noch weg, aber der Sechste kommt gefährlich nah. Ich glaube, der wird uns noch überholen hier. Lass den nicht vorbei. Okay. Der werden wir halt Fünfter. Dann werden wir Fünfter. Weil können wir echt volle Pulle fahren, noch zwei Runden, das schaffen wir, reifen wir ja locker eigentlich, ne? Da kommen wir trotzdem nicht ran an den Typen. Wir hoffen, dass der hier mich nicht mehr erwischt. Vierter, also ja Vierter geworden. Ja, soll mich nicht stören. Oh, Schmidt hat auch noch Zehnter. Ne, Elfter. Ah, oh, schade. Ich wäre es noch geworden. Naja. Ja, immerhin einer, der Vierter geworden ist. Gar nicht so schlecht. Ja, Regen zum falschen Zeitpunkt gekommen. Ist er leider so, ja, ich hätte wahrscheinlich einfach auf Safe spielen sollen, einfach auf, nochmal, danach einfach Soft spielen, fahren sollen, nicht Ultra Soft. Wenn es so ist. Was soll's? Manche von den Leuten, die drei Stops gemacht haben, ne, auch der hat auch drei Stops gemacht. Sonst haben halt alle zwei Stops, ne? Die haben halt alle besser gewechselt. Ja, ich denke, eigentlich war es ein bisschen dumm so. Mal klar, ich hätte Luck haben können, dass es so funktioniert. Aber ich hätte wahrscheinlich einfach safe spielen sollen, einfach auf Soft gehen sollen. Oder vielleicht sogar auf hier. Auf. Ne, schon mehr, nicht hier. Das ist also sehr soft hier. Wahrscheinlich echt auch auf Soft sonst vielleicht, keine Ahnung. Na egal. Weil wir haben ja mal einen in der Punkten, das heißt, für unsere Teamwertung ist auf jeden Fall noch alles gut. Was heißt über Einzelwertung? Ich weiß nicht, wie es bei der Einzelwertung gerade aussieht insgesamt. Weil das eher so abgestiegen ist auf dem 10. Platz. Aber Gonzales ist auf dem 7. da oben. Aber momentan zieht Gonzales wieder ganz schön an. Also Schmidt hat irgendwie immer so einen Höhen seinen Tiefen, ne? Man hat ein paar gute Rennen, dann hat er wieder ein paar schlechte Rennen. Na klar, jetzt war es eine falsche Entscheidung, so gesehen, das war jetzt nicht seine Schuld. Aber naja, so wie sieht's hier aus? Oder Fünfter. 9 Punkte. Naja, okay, dann war es das wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.